Ja, noch einmal, weil es so saugefährlich ist, noch einmal die Irrtümer des Dr. Markus Krall. Fallen dazu die Zeugen Jehovas ein, hier beim Bibelstudium und so weiter, ja, die einen auch besuchen. Aber der Unterschied zu Dr. Markus Krall ist, dass sozusagen die Zeugen Jehovas sogar über ihren Kreationismus mit den Leuten sprechen. Also die diskutieren, die gehen zu den Leuten, die sprechen über alles, die sprechen auch darüber, dass sie selbst Kreationisten sind, dass sie also die Evolution anzweifeln, dass sie das nicht glauben und so weiter, dass sie als Sekte sozusagen im Wesentlichen eben auch diesen Unterschied haben. Die normalen Kirchen akzeptieren längst die naturwissenschaftliche Evolutionsbiologie und die Zeugen Jehovas sind eben so eine typische Sekte, die das nicht akzeptieren. Ja, und das macht die Sache so gefährlich, dieses kreationistische, ja, also nochmal kurz, wo war das mit dem kreationistischen, ja, also hier sozusagen die Flacherdler, das sind ja die Leute und Dr. Markus Krall, also ich muss erstmal loben, also dass ich überhaupt Videos über Dr. Markus Krall mache, ist schon ein hohes Kompliment, denn ich mache über ganz viele Leute nicht so viele Videos. Einfach weil die so inkompetent sind und so unfähig und so unrealistisch sind, dass es sich gar nicht lohnt, ein Wort zu verlieren. Also Dr. Markus Krall hat noch ein relativ hohes Niveau und nur deswegen beschäftige ich mich damit. Wenn er ein niedrigeres Niveau hätte, würde ich mich mit ihm gar nicht beschäftigen. Also Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton. Also ich denke, Dr. Krall, Markus. Ja, akzeptiert sozusagen garantiert, dass die Erde keine Scheibe ist und dass er ist sicherlich kein Flacherdler, aber er ist eben auch, wie so viele, ist er eben auch noch ein Kreationist, ja? Er ist eben Gregor Mendel, Wallace und Darwin sind genauso wie die Zeugen Jehovas leugnen, dass also irgendwie Lebewesen sich nach den Gesetzen von Mutation und Selektion, Variation und Selektion und so weiter evoluieren, dass sich Gesellschaften evoluieren nach diesen Prinzipien und dass das auch sozusagen Wirtschaftssysteme sich selbstverständlich auch, eben alles Lebendige sich evoluiert nach dem Naturgesetz von Variation und Selektion, Mutation und Selektion und so weiter. Das akzeptiert eben Dr. Krall nicht und er ist eben im Gegensatz zu den Zeugen Jehovas nicht diskussionsbereit. Ja? Das heißt also, seine Gruppierung, hat halt eben diesen Charakter dessen, dass man nicht diskutiert und nicht mit Argumenten sich auseinandersetzen möchte, die seine Thesen in Frage stellen. Ja? Das ist eben das Traurige auch an den Zeugen, wobei die Zeugen Jehovas damit offensiv umgehen. Allerdings verstehen die dann die Sachen nicht und dann ist es natürlich im Endergebnis auch nichts sozusagen. Ja? Also hier diese Bilder. Ja, also nochmal, und warum ist die Lehre von Dr. Markus Krall so saugefährlich? Ja, eben weil sie uns das, was mühsam in den letzten Jahrzehnten erkämpft wurde, dass man sozusagen begriffen hat, ja hoppla, die Ludwig-Erhardsche soziale Marktwirtschaft hat sich ja immer mehr entpuppt als das, was sie tatsächlich von Anfang an war. Ein Neoliberalismus und ein wild gewordener Kapitalismus. Also das, was Ludwig Erhard in Gang gebracht hat, hat sich dann also nach einigen Jahren und Jahrzehnten dann deutlich gezeigt, was in ihm steckte, nämlich der Neoliberalismus steckte in ihm drin und damit ein wild gewordener Kapitalismus,
der also das Leben aller Menschen noch mehr bedroht als vorher. Und dann sind die Regierungen hingegangen und haben versucht, den so halbwegs noch im Griff zu behalten und irgendwie dafür zu sorgen, dass er uns nicht alle umbringt, ja, und nicht uns bald die nächsten ganz großen Kriege wiederbringt und so weiter. Dr. Krall hetzt uns quasi den Kapitalismus, den neoliberalen Kapitalismus auf den Hals. Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, was sind daran die zentralen Irrtümer, die das so saugefährlich machen? Weil er versteht einfach nicht, dass also ich mache es ganz schnell, hier, Tauschhändler A sagt, eine Gruppe hat die andere nachts besucht und es war ein Fest der Liebe und so weiter, ja? Und dieser Händler erzählt, er versteht die Sprache nicht, versteht die Sache falsch und erzählt, ja, eine Gruppe hat die andere Gruppe nachts überfallen und totgeschlagen. Missverständnis. Aber dadurch, dass er diesen Irrtum erzählt, bekommen die Leute Angst, kaufen ihm seine Steinäxte ab und er wird der Begründer einer riesigen Waffenhändlerdynastie. Und damit haben wir den weltweiten Waffenhandel, die Begründung der weltweiten Waffenkonzerne. Und dieser Händler stirbt aus, weil er ja nur die Wahrheit gesagt hat, kriegen die Leute keine Angst, kaufen ihm keine besonders vielen Steinäxte ab, verkauft nicht viel von seinen Steinäxten, macht wenig Umsatz und stirbt aus, weil der ihn auch werbemäßig später auskonkurriert, sozusagen nach einigen Generationen, seine wachsende Dynastie, diesen armen Schlucker hier auskonkurriert, sozusagen. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus, Marktwirtschaft ist böse. Ja, ist schlecht. Sie holt aus allem das Schlechteste heraus und sie ist ein Kriegstreiber par excellence. Der Markus Krall, Dr. Markus Krall, hetzt uns also wieder noch mehr Krieg auf den Hals. Seine bürgerliche Revolution wird uns noch viel größere Kriege bringen, als wir sie sowieso schon hatten in den letzten Jahrhunderten. Ja? Also das heißt, Dr. Markus Krall ist für uns mit seiner bürgerlichen Revolution, wenn die um sich greifen sollte, dann würde das uns in Kriege treiben. Und schade, Dr. Markus Krall ist auch eine Riesengefahr für alle Milliardäre, denn er würde ja deren Leben noch unglücklicher machen. Er will ja quasi all das hier, wieder zweites Beispiel hier. Dieser eine Händler erzählt, oh ja, Schmusen und Sex, das ist alles was Gutes, macht so viel wie möglich davon, viel Körperkontakt. Und dieser Händler hier erzählt irgendwie eine Irrtumsgeschichte, die er irgendwie falsch verstanden hat, irgendwas falsch übersetzt hat und falsch verstanden hat. Und da heißt es, ja nein, Körperkontakt ist schmutzig, eklig, ach diese scheiß Schmuserei und dieser Sex, eklig, widerlich, sollte begrenzt werden. Und so begrenzt werden auf so wenig wie möglich und so selten wie möglich und so weiter. Ja? Und da kriegen die Leute Angst und denken, es wäre was nicht mit ihnen in Ordnung und sie unterdrücken ihr Schmusen und schmusen weniger. Dadurch kriegen sie einen Endorphinmangel, einen Glücksmangel. Also auch die Milliardäre kriegen einen Glücksmangel und kaufen dann kaufen dem Händler ganz viele Ersatzbefriedigungsgüter ab. Süße Schokolade und andere Dinge später jedenfalls und so weiter. Und dadurch entsteht dann ein riesiges Handelsimperium, alles fußend auf einer extremen Körperfeindlichkeit, die auch unsere unsere Milliardärskönige der Erde unglücklich macht und deren Lebensqualität beschränkt und zerstört und so weiter. Ja? Also das heißt, Dr. Markus Krall, auch alles, was er so an Weltanschauungen noch mitbringt und so weiter in seiner bürgerlichen Revolution, würde also quasi diese ganze Lebensfeindlichkeit, Glücksfeindlichkeit und Lustfeindlichkeit noch mehr verbreiten und würde damit das Leben auch der Milliardäre noch mehr beschädigen als bisher schon. Ja? Und er ist damit also, er wäre der Glückszerstörer und der Kriegstreiber mit seiner Ideologie sozusagen.
sagen, weil er das hier eben nicht versteht, nämlich weil er ein Kreationist ist und nicht versteht, dass man Volkswirtschaft, dass man Volkswirtschaft nur analysieren darf auf Grundlage der Evolutionsbiologie. Wenn man nicht in evolutionären Begriffen formuliert, dann ist man ein Kreationist und ein Pseudowissenschaftler. Ja? Und ja, was ist noch so brandgefährlich, so saugefährlich an dieser bürgerlichen Revolution des Dr. Markus Krall? Ja, es gibt jetzt Millionen Beispiele. Gehen wir zum Beispiel hier. Marktwirtschaft, ungelenkt, unkontrolliert, unbeeinflusst, wie es Dr. Markus Krall so gerne hätte in der bürgerlichen Revolution. Der will das ja sogar ins Grundgesetz schreiben lassen, was uns dann also grundsätzlich ruinieren würde. Aber hier, Beispiel hier. Dieser Händler zum Beispiel sagt den Leuten, Leute, ihr müsst, ich verkaufe euch nur die herrlichsten naturbelassenen Früchte und Gemüse, auch wenn die ganz schnell verderben und ich damit nur sehr wenig verdienen kann. Das müsst ihr Nahrung zu sich nehmen. Dieser Händler glaubt seine Irrtümer. Der kommt irgendwie auf den Irrtumsgedanken, hier habt ihr meine gezuckerten Pseudofrüchte, meine Zuckerwaren und ihr habt hier dieses ganze gesalzene Zeug und hier das mit den Transfetten und die ganzen Industrieprodukte und diese ganzen Fertiggerichte. Ah, das ist alles viel gesünder und viel besser als die Natur und so weiter. Vergesst das. Und der mit dieser Propaganda bringt er die Leute dazu, dass die das ganze krankmachende Zeug essen und bringt die Leute dazu, auch die Milliardäre dazu, dass sie sich mit all diesem Sondermüll der Lebensmittelindustrie krank essen und vergiften und deswegen weit vor dem natürlichen Sterbealter von 127 sterben und so weiter. Also das heißt, Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution hetzt uns noch mehr krankmachende Ernährung auf den Hals mit sozusagen, weil er will ja, dass die Marktwirtschaft so wenig kontrolliert wird wie möglich und so weiter. Ja? Er will ja auch alle möglichen Vorschriften, die alle angetreten sind, um die größten Schädlichkeiten zu erzeugen. Hier zum Beispiel, er will die ganzen Bauvorschriften wegstreichen. Also hier wieder haben wir den Händler, der sagt, ja, ich baue eure Häuser nur mit Holz und anderen naturbelassenen Materialien und ohne irgendwelche Lacke und Gifte und so weiter, weil sonst werdet ihr krank in den Häusern. Und der andere, der sozusagen hier, der glaubt, ach, all diese Lacke und all dieses Formaldehyd und all dieses Pressspan und all das Zeug, das ist ja total gut und ideal und daraus baue ich euch eure Häuser und so weiter. Und der Dr. Markus Krall will ja auch, dass die ganzen Vorschriften der letzten Jahrzehnte weggestrichen werden, damit wieder frei gebaut werden kann mit allen Toxinen, mit allen Giften und so weiter. Er will also, dass wir an den Wohngiften wieder schneller sterben und so weiter. Also Sie merken es hoffentlich, dass dieser Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution in seiner Unwissenheit, es ist ja keine böse Absicht von ihm, es ist ja nur mangelndes Wissen, dass er uns alle wieder früher umbringen würde und immer wieder viel mehr Wohngifte und Häusergifte sozusagen auf uns wirken würden und so weiter. Noch mehr als bisher. Also er würde ja den Super-Turbo-Kapitalismus, die Super-Turbo-Marktwirtschaft, liberale Marktwirtschaft auslösen, den Super-Super-Neoliberalismus. Ja? Und das würde uns alles umbringen. Es gibt noch hunderte andere Beispiele, aber lassen wir es doch mal gut sein für heute. Also Warnung, höchste Warnung vor der bürgerlichen Revolution des Dr. Markus Krall. Es gibt nichts Gefährlicheres als das würde das Mörderische der sozialen Marktwirtschaft um den Faktor 100 noch verschlimmern und würde uns alle viele Lebensjahre kosten und würde uns alle unsere Gesundheit kosten und würde eventuell auch einen Weltkrieg bringen und so weiter. Denn genau das macht der freie Markt. Ja? Also, tschüssi.